Amen. Danke vielmals, liebe Bands. Das klingt mega schön. Joel, ich staune immer wieder, wie du wirklich mit zwei Händen kannst irgendwie etwa drei Instrumente spielen gefühlt. Bass und Pad und mega schön. Es tut gut, zusammen zu singen, euch zu hören, wie wir miteinander Gott anbeten können. Ist ja etwas, was wir zusammen machen, das können wir nicht allein machen, es ist Gemeinschaft. Und darum super, wenn du da bist, ob jetzt da vor Ort oder in der Fondistube. Und wir haben schon ein paar Mal gehört, oder auf dem Livestream, wir starten eine Serie über das Gebet. Und ich werde gerade einsteigen mit einem Gebet, das der Paulus gebetet hat. Ein wunderschönes Gebet, ein grosses Gebet. Und ich glaube, er hat das auch für uns, für dich und für mich gebetet. Das ist zwar ein Gebet, das er an Christen gerichtet hat in Ephesus, in einem Bereich, so in Kleinasien. Aber ich glaube, er würde das auch für uns heute beten. Lass uns das Gebet zusammen lesen und wir kommen dann später noch darauf zurück. Es heißt da im Epheser 3, alle sollen nun wissen, dass Gott seinen ewigen Plan durch unseren Herrn Jesus Christus verwirklicht hat. Jetzt können wir zu jeder Zeit furchtlos und voller Zuversicht zu Gott kommen, weil wir an ihn glauben. Darum knie ich nieder vor Gott, dem Vater, und bete ihn an. Ich bitte Gott, euch, also auch uns, oder, aus seinem unerschöpflichen Reichtum Kraft zu schenken, damit ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet. Mein Gebet ist, dass Christus durch den Glauben in euch lebt. In seiner Liebe sollt ihr fest verwurzelt sein. Auf sie sollt ihr bauen. Dann geht es noch weiter. Und nachher heißt es, denn nur so könnt ihr mit allen anderen Christen, das gefällt mir, ich liebe die Stelle, die Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe seiner Liebe erfahren. Ja, ich bete, dass ihr diese Liebe immer tiefer versteht, die wir doch mit unserem Verstand niemals ganz fassen können. Damit ihr erfüllt werdet, bis ihr die ganze Fülle Gottes erlangt habt. Und dann noch zum Schluss. Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. Wow, krasse Texte. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Deshalb wollen wir ihn mit der ganzen Gemeinde durch Jesus Christus ewig und für alle Zeiten loben und preisen. Amen. Haben wir jetzt ja gerade gemacht zusammen, oder? Loben und preisen, das dürfen wir als Kirche, weil Gott gut ist, weil er da ist. Aber da steckt auch noch ganz viel anderes drin in diesem Text. Ein mega spannender Text. Wir kommen nachher gerade noch darauf zurück. Noch ein paar einleitende Gedanken. Raffi hat schon ein bisschen angeklungen, Spiritual Fitness. Ich denke da auch so an Training. Und manchmal ist ja auch noch so, kommt ein bisschen darauf an, wenn man sich gerade fit fühlt. Manchmal denke ich auch so, oh nein, heute mag ich nicht zum Beispiel Sport machen. Man mögt vielleicht nicht oder man hat Respekt und denkt, oh, das ist streng. Aber diese Serie, die soll nicht streng sein, sondern soll dich beleben. Es ist ein bisschen Arbeit, aber es soll dir neue Freude bringen. Freude an Gebet, Freude an der Gemeinschaft mit Gott, weil das etwas ist, was uns so gut tut und ein Segen ist für die Welt. Und es ist ja noch interessant, dass eigentlich in unserer Gesellschaft, in der Schweiz, ich habe jetzt die Zahl nicht mehr auswendig, ich bin noch nachlesen, die offiziellen Kirchen, reformiert, katholisch, die gehen wirklich recht rapide runter. Also die institutionalisierte Kirche, ich habe das Wort extra noch geübt, das ist unglaublich, ich schaffe es nicht. Die geht auf jeden Fall runter, so die offizielle Religion, und so säkulare, die Leute, die keine Religion haben, geht eigentlich eher rauf. Aber obwohl so die offizielle Religion runter geht, geht Spiritualität rauf. Das kannst du relativ schnell sehen, wenn du mal im Internet googlest Yoga oder wenn du Sachen anschaust. Menschen haben das Bedürfnis nach etwas, mit etwas verbunden zu werden oder irgendeine Energie zu haben, eine Kraftquelle, die über sie rausgeht, oder? Also den Eindruck habe ich zumindest. Man geht ins Kloster, auch Wirtschaftsleute, für eine Auszeit, für Ruhe, für Besinnung. Es ist vielleicht auch manchmal ein Ausstieg aus dem Hamsterrad, wo wir drin sind. Im Spital gibt es Spiritual Care. Das ist so ein neuer Bereich, den man im Spital hingeführt hat, wo wie Seelsorge und das Medizinische zusammenkommt. Wie man wie gecheckt hat, wenn der Mensch die Spiritualität hat, eine Kraftquelle, etwas, das über ihn rausweist, dann gibt ihm das Kraft und ist das gut auch für seine Genesung. So, obwohl Religion eigentlich runtergeht, ist das Bedürfnis nach Spiritualität nicht weniger, sondern ich vermute fast sogar eher noch mehr. Und wir Christen haben da eigentlich mega etwas zu geben, weil der Spirit, der lebt ja in uns. Wir sind ja, durch Jesus lebt der Heilige Geist in uns. Wir haben ja die Spiritualität sozusagen in uns. Wir dürfen Zugang haben zu Gott und könnten da auch unserer Gesellschaft viel geben. Und Spiritualität, das heisst eigentlich, wir sind mehr als
Körper als das, was man gerade so sieht. Wir haben den Geist in uns. Wir haben das Bedürfnis, mit etwas verbunden zu werden, das über uns rausgeht. Etwas, das grösser ist. Und das spürt man irgendwo in der Gesellschaft, diesen Wunsch. Und so, wir haben viel zu geben, aber manchmal wissen wir Christen vielleicht selber gar nicht so genau, wie geht denn das, Spiritualität oder Beten. Das ist mega schön, wir haben eine Umfrage gemacht im Connect, mega viel mitgemacht und ich sehe, da wird gebetet, da ist viel rum. Ich glaube, wir haben vieles zu geben. Und gleichzeitig sehen wir auch den Wunsch danach, dass es noch mehr werden darf. Oft sind wir abgelenkt, wir haben tausend andere Sachen, aber wir wissen vielleicht nicht wie. Und diese Serie soll auch uns wieder zurüsten und ausrüsten, so an die Kraftquellen bei Gott zu kommen, bei ihm gestärkt zu werden. Und heute schauen wir an, Achtung, Achtung, den Golden Circle vom Gebet. Also wir können dem sagen, der goldene Kreis vom Gebet. Und das kennen wir, das können wir brauchen für viele Sachen in der Wirtschaft oder für ein Projekt, dass du dich immer fragst, drei Sachen, den Kreis mal einblenden, warum mache ich etwas, wie mache ich es und was braucht es, dass das gemacht werden kann. Die letzten zwei Punkte kehren wir dann um. Wir reden zuerst über das Was, dann über das Wie. Warum, was, wie. Warum sollen wir beten, was braucht es zum Beten und ein paar erste Gedanken, wie können wir dann das machen. Und ich freue mich mega, mega auf die Zeit mit euch und da ein bisschen zu experimentieren und hoffe natürlich, dass du dich da auch ein bisschen drauf einlässt. Der erste Punkt, warum sollen wir überhaupt beten? Das ist ja, ich finde, eine recht berechtigte Frage. Ich meine, warum nicht einfach Schlagzeug spielen wie der Luca immer schön daheim oder vielleicht Sport machen oder eine Netflix-Serie schauen am Abend. Warum beten? Ich meine, gewisse haben angekreuzt, sie schlafen die, oder? Im Gebet. Und übrigens, ich komme nachher darauf, also Gebet ist mega spannend. Es ist auch etwas für die Männer, nicht nur für die Frauen. Männer, wir können im Gebet, können wir Mauern bewegen, wir können oder weiß auch nicht, Mauern einstürzen lassen, wir können mit Gott kämpfen und unterwegs sein. Warum eigentlich beten? Ich werde die vier Punkte mitgeben, die man in diesem Text findet, warum zu beten. Wir fangen gerade unten an bei diesem Text und das, was wir am Schluss gelesen haben, ist eigentlich, Gebet bewegt Gottes Arm. Warum beten? Weil Gebet Gottes Arm in Bewegung setzt. Das ist einfach wirklich krass. Auf dem Gebet gibt es so viele Verheißungen. Die Bibel sagt, wir haben Sachen nicht, weil wir nicht bitten. Er lässt uns ein, mit ihm zusammen zu arbeiten, am Bauen von seinem Reich in dieser Welt. Und wir dürfen beten für tausend Sachen. Alles, was uns beschäftigt. Für die Regierenden, für Leute, die krank sind, für Nöte, die wir haben. Dass sein Reich verbreitet wird. Gott lässt uns ein, seinen Arm mitzubewegen. Durch das Gebet. Natürlich ist sein Wille schlussendlich souverän. Aber gleichzeitig wird er mit uns zusammenarbeiten. Das ist ein Geheimnis. Das werden wir auch noch ein bisschen tiefer anschauen in dieser Serie. Aber wenn wir in der Bibel sehen, nur schon im Alten Testament, wo sie nicht haben können, im Namen von Jesus beten, der Elia heisst, er hat um ganze Nation gerungen im Gebet. Er hat gebetet, es hat 3 Jahre nicht mehr geregnet. So mächtig war sein Gebet. Oder der Abraham, er hat mit Gott im Gebet wie mit einem Freund verhandelt. Gott wollte ein Gericht oder eine Strafe eigentlich über eine Stadt aussprechen. Und Abraham hat gesagt, nein, könnte man es nicht noch so machen. Oder wenn du doch noch ein paar würdest finden, die aufrichtig und gerecht sind, dann könntest du vielleicht nicht bestrafen. Also er hat mit Gott gerungen und gehandelt. Gebet hat können Gott das Arm bewegen. Wir lesen im Neuen Testament von den Aposteln, wie sie für Kranke gebetet haben, wie sie für Leute im Gefängnis gebetet haben. Und sie sind befreit worden. Ketten sind nicht nur im Geist, sondern wortwörtlich gesprengt worden. Auf dem Gebet liegt wirklich eine krasse Verheißung und ich glaube, das haben wir manchmal zu wenig auf dem Radar. Epheser 3, Vers 20, wir haben es gelesen am Schluss in dem Text vom Gebet von Paulus, oder auch, es ist wie ein Mix zwischen einem Gebet und einer Erklärung für uns. Das ist übrigens einer meiner Lieblingsvers, den habe ich, oder ja, habe ich früher mega gerne gehabt, immer noch, der ist im Pfarrhaus in unserem Amtszimmer, wo ich auch mal Gitarre spielen durfte, ist der so auf einem Zundhölzli-Schächteli. Wer kennt das noch? Bibelvers auf Zundhölzli-Schächteli? Okay, das sind vielleicht die ich habe es ja gesehen, Pfarrerskinder sind da auch betroffen. Auf jeden Fall, das hat mich immer ermutigt und der Vers hat mich immer ermutigt, ich habe gerade mal ein Lied darüber geschrieben, ich weiß gar nicht genau. Aber das heisst, Gott kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So gross ist seine Kraft, die in uns wirkt. Ich kann mir relativ viel vorstellen. Aber da heisst das Gebet kann Gottes Arm bewegen, mehr als wir es für möglich halten. Haben wir diese Einstellung? Wissen wir, warum wir beten? Dass wir so beten dürfen, dass Gottes Arm bewegt. Ich habe das gehört, ich habe es selber nicht mehr so genau studieren. Meine Eltern haben mir das viel erzählt, dass wo die Mauer gefallen ist 1989 zwischen Ost- und West-Deutschland und
damals DDR. Da war es mega Gefahr, dass es Krieg gibt, dass es viel Gewalt gibt. Aber viele Christen haben sich eingesetzt und sind raus auf die Straße, haben Gebetsmärsche gemacht. Und für viele war das ein mega Wunder, dass die Mauer, also ist es ein Wunder, dass die Mauer, dass das friedlich zu und her gegangen ist und nicht ein mega Blutbad gegeben hat. Und viele haben gesagt, es hat zu tun gehabt mit dem Gebet, wo viele Christen sich zusammengetan haben, raus sind, gebetet haben. Und ich glaube das. Das Gebet kann wirklich eine Atmosphäre in einem Land prägen. Wir haben ja den Buß- und Gebetstag in unserem Land. Kommt auch aus dem raus. Wir wissen, hey, Gebet bewegt. Das Beispiel aus unserer Family, der Eli, ist es mal schlecht gegangen. Sie hat ist eine längere Geschichte. Sie hat gewisse innere Nöte gehabt, Angst, die sie gequält hat. Und es hat verschiedene Punkte in ihrem Leben, wo sie dazu gebracht hat, dass das hat können besser werden. Aber ein Turning Point war wirklich, wo sie ins Gebet gegangen ist, speziell für sich beten lassen hat. Und dort hat es einen Wechsel gegeben und es ist aufwärts gegangen. So ein Gebet bewegt, es bewegt uns ganz persönlich, es bewegt Gottes Arm. Das wissen die wahrscheinlich auch, haben wir schon viel gehört und es ist nochmal ein Reminder. Und ich denke, wir dürfen sagen, hey, Gott kann viel mehr tun, als man sich vorstellen. Es bewegt Gottes Arm. Der zweite Punkt, Gebet bewegt nicht nur Gott, es bewegt auch uns. Und auf das möchte ich ein bisschen eingehen, das ist mir mega, mega wichtig. Gebet bewegt unser Herz. Es bewegt dich und mich. Stell dir vor, da war eine Frau, sie hat gelebt in ihren Arm. Sie hat eigentlich jeden Rappen müssen drehen, sie hat nicht viel gehabt zum Leben. Und irgendwann kommt sie im Brief über, sie hat eine Erbschaft bekommen von irgendeinem entfernten Verwandten. Sie war die letzte Verwandte und hat es aber nie angeschaut. Sie hat nichts erwartet. Sie hat gewusst, wenn sie reiche Leute in der Familie hätte. Hat weitergelebt wie vorher. Doch irgendwann ist am Ende ihres Lebens erfahrt sie, hey, ich hätte ein Millionenerbe eigentlich gehabt, aber ich habe es nie in Anspruch genommen. Ich war reich, aber ich habe arm gelebt, weil ich nicht gecheckt habe, was ich eigentlich für einen unglaublichen Schatz habe, der mir gegeben wäre. Und ich behaupte, so geht es ganz viel von uns Christen. Und Gebet ist eigentlich ein Schlüssel, um den Schatz, den Gott für uns bereit hat, in unserem Herz in Anspruch zu nehmen. Das ist mega interessant. Der Paulus hat das Gebet, das wir vorhin gelesen haben, hat es nicht zu Nicht-Christen gebetet. Er hat es für Christen gebetet. Die Epheser waren Christen. Und du musst mal lesen, was er zu ihnen betet. Er bittet drei Anliegen. Wir lesen es zusammen. Für drei Sachen betet er. Ich bitte Gott, euch aus seinem unerschöpflichen Reichtum Kraft zu schenken, damit ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet. Das ist die erste Bitte. Oder von seinem Reichtum sollen wir etwas bekommen. Kraft zum stark werden. Und dann, mein Gebet ist, dass Christus durch den Glauben in euch lebt. Dass das nicht einfach theoretisch ist, sondern lebendig, dass wir spüren, Jesus wohnt wirklich in uns. Und das Dritte, in seiner Liebe sollt ihr fest verwurzelt sein, auf sie sollt ihr bauen. Ja, ich bete, dass ihr diese Liebe immer tiefer versteht. Finde ich mega schön. Und wenn wir dann noch sehen, die Höhe, die Breite, die Weite, die Länge von eurer Liebe, sollen wir verstehen. Ja, aber interessant ist ja, der Paulus betet das ja zu Christen. Die haben ja das alles schon. Jesus lebt ja in ihnen. Sie kennen doch die Liebe von Gott. Sie sind doch, auf dem bauen sie ja eigentlich. Und eigentlich sollten sie auch stark sein, weil Gott das Geist in ihnen lebt. Warum betet der Paulus zu Christen das, dass sie mehr von dem haben? Ich glaube, die Antwort ist eben genau die, dass wir manchmal einen mega Schatz haben, ein mega Erbe. Da oben. Aber es ist uns noch nicht zur Lebenswirklichkeit geworden. Es ist uns noch nicht ins Herz gerutscht, dass wir das tatsächlich haben. Dass das tatsächlich unser Stand ist vor Gott. Und ich behaupte, Gebet ist wirklich der Schlüssel für die innerliche Veränderung. Es ist wirklich der Schlüssel zur Selbsterkenntnis. Der Schlüssel, dass du als Christ verändert wirst und merkst, hey, die Sachen, die Gott in seinem Wort sagt, das ist nicht nur Theorie, sondern das wird lebendig in meinem Leben. Ich kenne sie in meinem eigenen Leben. Ich sehe es manchmal bei Christen. Wir können Christen sein und versuchen als Christen zu leben. Und doch sieht man so wenig Änderung bei uns. So wenig Liebe, die vielleicht zunimmt. So wenig Veränderung in unserem Lebensstil. Und ich glaube, ein grosser Punkt ist, weil es nicht durch das Gebet Realität wird in unserem Leben. Es gibt wirklich nicht wirklich eine Veränderung tief in uns rein. Und der Paulus betet für das. Und so, wir dürfen auch für das beten. Gebet ist eine mögliche Form, um wirklich die Schätze von Gott in unser Leben zu nehmen. Der Calvin hat es so gesagt, der Kirchenvater, finde ich ein schönes Zitat, denn Gottes Wort ist nicht schon dann im Glauben erfasst, also wenn man es ganz oben im Hirn sich bewegen lässt. Das ist quasi nicht alles. Es ist nicht das Ziel, einfach über Gott etwas zu wissen. Ein Brief vom Erbe irgendwo im Haus zu haben. Sondern erst dann, wenn es im innersten Herzen Wurzeln geschlagen hat. Gebet führt uns dazu, dass wir die Schätze, die Gott für uns bereit hat,
in unserem Leben in Anspruch nehmen können. Es ordnet unsere Prioritäten neu. Es zeigt uns Gottes Sicht über uns. Und wir können wie auf dem Wort umkauen, auf der Bibel, oder? Im Psalm 1 heisst es, wir sollen wie ein Baum sein, der über dem Wort Gottes meditiert, dem Wort Gottes verwurzelt ist. Und das geschieht dort, wo wir die Bibel beten, wo wir über dem nachdenken. Und weißt du, das Krasse ist, das kann niemand für dich machen. Nur einmal in der Woche in Gottesdienst kommen, das ist schon super. Aber dort wirst du nicht das können in Anspruch nehmen und wirklich die Wurzeln tief abgraben. Das ist etwas, das niemand für dich machen kann. Das ist etwas, wo du selber musst merken, hey, ich möchte innerliche Veränderung, ich möchte den Schatz in Anspruch nehmen. Mein Herz soll bewegt werden. Und Gott lädt dich ein. Es ist alles parat. Du musst nicht erarbeiten. Der Schatz ist da. Der Reichtum, die Kraft, die Liebe. Aber du darfst deine Wurzeln reingraben. Dass es wirklich in deinem Leben Veränderung bringt. Der dritte Punkt. Gebet bewegt Gottes Arm, Gebet bewegt unser Herz. Warum beten wir? Weil Gebet ist Gemeinschaft mit Gott. Gebet, hey, wow. Wir können einem lebendigen Gott begegnen. Wir sind so ein bisschen unten in diesem Text. Wir haben besonders angefangen, Gott kann viel mehr tun. Die Bitte von Paulus, und jetzt gehen wir an den Anfang von dem Text, den wir gelesen haben, weil dort heisst es nämlich, jetzt können wir zu jeder Zeit furchtlos und voller Zuversicht zu Gott kommen, weil wir an ihn glauben. Gott jetzt, können wir Gemeinschaft haben mit Gott, ganz nahe, sein Angesicht suchen. Es ist so herzig mit dem Leon. Manchmal ist das Baby so weit weg und irgendwie will man so ein bisschen Gemeinschaft haben und dann versucht man es doch näher zu nehmen, so ein bisschen als Angesicht. Wenn du jemandem näher kommen willst, nimmst du an dein Gesicht und wir dürfen Gemeinschaft haben mit Gott, zu seinem Angesicht kommen. Aber das jetzt da, das zeigt eigentlich, es ist nicht immer so gewesen und es ist nicht selbstverständlich. Ganz viele Religionen haben nicht die Lehre oder der Gedanke, dass wir Gott wirklich so in Gemeinschaft so nahe kommen, wie wir es haben. Vielleicht ist Gott weit weg für sie. Oder es gibt gar keinen Gott. Es ist nur irgendwie ein Nichts, wo wir drin kommen sollen. Und im Alten Testament war das auch noch etwas anders gewesen. Es ist beschrieben, dass Gott ist so heilig, er ist so voll Licht. Er ist Licht. Er ist wie die Sonne, wenn er bei seinem Volk nahe sein wollte. Aber stell dir vor, was passiert, wenn die Sonne da unter uns wäre. Wir sind nicht so perfekt und so heilig und so Licht. Es würde uns Gott verklopfen. Und Gott hat eigentlich immer den Wunsch gehabt, bei den Menschen näher zu sein. Aber im Alten Testament hat es wie immer ein Ritual gebraucht. Irgendeine Stiftshütte oder einen Tempel, wo die Sonne irgendwo noch ein bisschen im Griff hatte, wo eine Form war, wo sie dann können irgendwo hergehen konnten. Aber jetzt, das sagt der Paulus, jetzt haben wir durch Jesus immer Zugang direkt zum Herz von Gott, zum Thronsaal von Gott. Du kannst immer dieser Sonne begegnen. Es heisst sogar, Jesus ist die Sonne, er ist das Licht, er kommt sogar in dein Leben hinein. Dein Leben wird ein Tempel vom Heiligen Geist. Er wohnt in dir. Und du kannst zu ihm kommen, du kannst Gemeinschaft haben. Ich weiss noch, ich weiss gar nicht genau, was der Umstand war. Es ist ja noch interessant, dass man dann manchmal die Umstände ein bisschen vergisst. Aber irgendwie hatte ich so ein bisschen innere Not gehabt. Ich bin irgendwie, ich weiss nicht genau, was es war, nicht motiviert oder so ein bisschen ein Down. Und ich bin so gebeten, ein bisschen den Glatt entlang. Da ist wirklich schön für die, die das nicht kennen. Bei Hochfelden, Feuerwehr dort, kannst ein bisschen den Glatt entlang spazieren. Ein wunderschöner Ort. Und dann habe ich wie zu Gott gesagt, das ist ein Versprechen, dass er sagt, sein Geist oder die Liebe von Gott ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist. Also die Liebe von Gott, die haben wir eigentlich, die ist ausgegossen in unser Herz. Aber ich habe sie nicht gespürt. Und ich habe gesagt, Gott, ich will Gemeinschaft haben mit dir. Bitte lass mich deine Liebe spüren jetzt durch deinen Geist. Ich brauche es jetzt. Ich muss dich erleben. Lass mich deine Liebe erfahren. Und das war wirklich ein krasser Moment gewesen. Ich habe ab und zu so einen Moment gehabt, aber an den mag ich mich speziell erinnern. Ich habe so die Liebe von Gott irgendwie in meinem Leben gespürt, gemerkt, hey, er meint mich. Ich bin wirklich geliebt. Er ist real. Es ist das eine, zu wissen, dass Honig süß ist, aber das andere ist, den Honig wirklich selber zu schmecken. Wir können Gemeinschaft mit Gott haben im Gebet. Du kannst dich vom Vater, vom Schöpfer vom Universum, von deinem Papi, von deinem Daddy lieben lassen. Du kannst Gemeinschaft mit ihm haben. Du kannst ihm sagen, was dich beschäftigt. Du kannst mit ihm deine Pläne durchgehen. Du kannst auf ihn hören. Wir haben jetzt können wir furchtlos und voller Zuversicht zu Gott gehen, weil wir an ihn glauben. Gebet ist Gemeinschaft. Gebet ist Gemeinschaft mit Gott. Und da wird in diesen Vers nochmal hinhauen. Epheser 3,11, das heisst da, finde ich so krass, im Vers 12. Genau. Ja, ich bete, dass ihr diese Liebe immer tiefer versteht, immer tiefer in die Gemeinschaft kommt, die begreift, die wir doch mit unserem Verstand niemals ganz erfassen können, damit ihr erfüllt werdet, jetzt ist ein krasser Satz,
bis ihr die ganze Fülle Gottes erlangt habt. Die sind schon Christen gewesen. Und doch redet Paulus noch von einer Fülle, die sie noch erlangen können. Wir haben schon alles. Und gleich darf man ein Gebet sagen, Gott, ich will Gemeinschaft haben. Gemeinschaft mit dir. Und ich dich noch mal tiefer erleben, dir noch mal tiefer begegnen. Und er lädt dich ein dazu. Und auch das ist eine Einladung. Wir werden es diese Woche ausprobieren mit dem Stiftshüttengebet. Wie so eine Form, wo wir können sagen, wir kommen in die Gemeinschaft zu Gott. Wie ein Weg, wo wir können das beten können. Gebet ist Gemeinschaft. Und vielleicht motiviert dich das jetzt gar nicht. Das ist kein Problem, aber eigentlich sollte es motivieren. Gemeinschaft mit Gott. Stell dir das mal vor. Mit der Quelle von allem, was du brauchst. Mit der Quelle von der Liebe. Mit den Verheißungen für die Zukunft. Mit dem darfst du Gemeinschaft haben. Und der vierte Punkt, warum wir beten, ist, Gebet verankert uns für die Stürme vom Leben. Ich möchte hier einen kurzen Videoclip zeigen. Jetzt gerade, und zwar, ich habe einen Film geschaut, Don't Look Up. Ich weiß nicht, hat jemand gesehen von euch? Don't Look Up. Ich finde wirklich, jetzt sollte man als Pfarrer einen Filmtipp geben auf die Bühne. Ich finde ihn gut. Und zwar, man kann ihn verschieden interpretieren. Er ist mega offen für verschiedene Interpretationen. Aber es zeigt eigentlich, wie ein Komet auf die Welt kommt und die Welt wird zerstören. Aber niemand glaubt es. Und am Ende von dem Film, es gibt wie nichts mehr zu tun und man merkt, es gibt nichts mehr zu lösen. Und dann gibt es folgende Szene. Ich bin dankbar, dass wir es versucht haben. Mann, wir haben es echt versucht. Nun, wir sind nicht so besonders religiös hier im Hause Mindy, aber vielleicht sagen wir... Einfach arm, sollen wir das tun? Sieh nicht mich an. Ich weiß nicht, wie man... Sagt man einfach Amen? Ich habe auch keine Ahnung. Ich mach's das. Mach ich. Gütiger Vater und allmächtiger Schöpfer. Wir bitten dich um deine Gnade, trotz unseres Hochmuts, um deine Vergebung, trotz unseres Zweifels. Vor allem aber, Herr, bitten wir um deine Liebe, die uns in diesen dunklen Zeiten Trost spenden möge. Gib uns die Kraft, deine Taten nach deinem göttlichen Willen und mit offenem Herzen anzunehmen. Amen. Wow, Sie haben das Kirchending wirklich gut drauf. Das war wunderschön. Genau, da sind wir wieder beim Kirchending. Hey, wenn es um die Spiritualität geht. Was ich mit dem will sagen, Gebet verankert in den Stürmen vom Leben. Wenn wir in der Not sind, in Schwierigkeit, ist doch das immer wieder ein Punkt, wo selbst Leute, die nicht gläubig sind, darauf zurückkommen. In dem Film, ein paar, die sonst nicht religiös sind, betet. Und es ist noch spannend, der, der betet hat, der war früher irgendwie Christ gewesen, aber nicht mehr. Aber auch da kommt er wieder zurück aufs Gebet. Und was hat Jesus gemacht, als er im Garten Gethsemane war oder in seiner grössten Not? Er hat betet. Was hat der David gemacht in seiner Krise? Er ist ins Gebet. Und wie viel besser ist, wenn wir das schon kennen in unserem Leben, auch für die Zeiten, wo es dann eben vielleicht stürmt. Und auch da wieder das Bild vom Baum, oder? Wenn wir unsere Wurzeln tief runterstrecken und du in deinem Leben die Kraft hast, dann kannst du in dein Potenzial hineinkommen. Gott kann Sachen in dein Leben legen, die du magst tragen, die vielleicht sonst nicht hättest mögen tragen, wo dein Potenzial führen kann, weil du verwurzelt bist, verankert bist. Wie Jesus in diesen Nöten, in seinem Auftrag hinein. Er ist ins Gebet gegangen. Er hat Gott gesucht. Gebet gibt uns eine Emotionensprache, es verankert uns. Und schlussendlich haben wir auch im Gebet den Widerstand, Stand, der gegen uns kommt. Versuchungen, vielleicht Angriffe aus der Welt, aber auch Teufel. Das heisst, wir sollen uns wappnen, uns verwurzeln, uns verankern, damit wir standhaft sein können. So, das sind ein paar Gründe, warum wir sollen und dürfen beten. Es gibt sicher noch viel, viel mehr. Aber die vier Punkte, es bewegt Gottes Arm, es verändert uns und bewegt unser Herz. Es bringt uns in Gemeinschaft, in die Nähe von Gott. Und es verankert uns für die Stürme vom Leben. Wow, also eigentlich, ja, vielleicht sind wir auch noch nicht gut motiviert, keine Ahnung, aber eigentlich, wenn wir uns das bewusst machen, dann müssten wir eigentlich nur noch beten, oder? Oder viel mehr beten.
Und das bringt uns zum zweiten Punkt. Was braucht es denn, dass man betet? Oder was lenkt uns ab davon, das eben nicht zu tun? Und ich habe einen simplen Punkt da, nicht vier, einen simplen Punkt. Was braucht es zum Beten? Es gibt sicher vieles. Aber was es braucht ist, und ohne das geht es nicht, Zeit. Es braucht Zeit. Und das ist genau der Punkt. Es ist gar nicht so einfach. Es läuft so viel. Oh, noch das WhatsApp. Oh, noch die Netflix-Serie. Oh, noch das muss ich erledigen. Es braucht echt gar nicht viel, aber es braucht Zeit. Ich war die Ferien in den Flumsen Berg. Und was es eben neben Zeit noch braucht, ist eigentlich eine Zeit, die zur Gewohnheit wird. Und wir sind so Gewohnheitstiere. Hast du das schon mal gemerkt? Also, es ist unglaublich. Sachen werden uns so zur Gewohnheit. Ich bringe es nicht weg auf dem WC. Das ist also eine Challenge für mich in dieser Serie. Hey, auf dem WC, bevor ich überhaupt überleite, was mache ich jetzt auf Instagram? Ich weiss gar nicht mehr den Moment, wo ich das Nattel vorgenommen habe, bis auf der App, wo ich war, ist völlig ausblendet. Ich bin einfach dort. Keine Ahnung, was mit mir passiert in diesen 2-3 Sekunden. Es ist eine Gewohnheit. Und Gewohnheiten kann man aber auch ändern. Das ist die gute Nachricht. Gewohnheit kannst du durch andere Gewohnheit ersetzen. Ich war im Flums, in der Ferien, und da ist genau so etwas passiert. Ich wollte etwas in den Kübel tun. Ich mache den Kübel auf. Der Kübelsack ist nicht drin. Jemand hat ihn rausgestellt, um noch ganz gefüllt zu werden. Okay, Papier drin. Vielleicht eine halbe Stunde später Bananenschale, oder? Kübel auf. Nein, schon wieder, oder? Ah ja, genau, da hinten. Warum auch immer man keine neuen Sachen hat, weiss ich auch nicht. Aber hey, und du glaubst nicht, das ist mir etwa 20 Mal wirklich gefühlt passiert. Hey, unglaublich! Das ist einfach... Also ich schaffe es nicht so schnell, vielleicht ist dein Hirn anders gewickelt. Aber wir sind uns gewöhnt. Ah, okay, so, da kommt es her. Und das ist ja auch etwas Positives. Irgendwann sind Sachen eingewöhnt in unserem Leben und es braucht nicht mehr so viel Überwindung, nicht mehr so viel Disziplin. Es ist mehr Intus in deinem Leben. Du machst etwas fix. Und genau darum, das ist echt die Macht von Gewohnheit. Und genau darum wollen wir so eine Spiritual Fitness Serie machen. Wir wollen es eigentlich immer machen, irgendwo im Januar, uns noch ein bisschen auf das fokussieren. Und heute am 30. Januar haben wir gedacht, machen wir 30 Tage, wo wir wollen, unsere Gewohnheit angewöhnen. Und der Punkt ist, eben Gewohnheit tust du nicht in 2, nicht in 3 Tagen, nicht in 4 Tagen eigentlich verändern, sondern viele sagen, es braucht mindestens 21 Tage, aber eher vielleicht sogar 6 bis 8 Wochen. Wir haben 6 Wochen, 30 Tage, immer 5 Tage pro Woche. Wir sind ehrlich, meistens einmal verhängt man es. Oder am Sonntag schlafen wir auch aus. Aber 5 in der Woche, ich glaube, das schaffen wir. Über 6 Wochen verteilt, 5 Tage in der Woche, wo wir unsere Zeit nehmen als Challenge mit Gott. Du bist natürlich völlig frei, da dich einzuklinken oder wie viel oder wie du das genau willst machen. Aber ich denke, das wird uns helfen, nachher etwas zu einer Gewohnheit in unserem Leben zu werden. Was braucht es für das Gebet? Zeit. Und es braucht nicht nur irgendeine Zeit, sondern es braucht bestimmte Zeit. Und da ist auch schon wieder eine Challenge. Ja, wir sagen einfach, ja, ich bete schon, ja, einfach, wenn ich gerade einen Gedanken habe oder wenn Gott mir gerade etwas aufs Herz legt oder wenn es eine Gelegenheit gibt, so ein bisschen zwischendurch. Und hey, super, mach das. Aber der Fakt ist, wenn wir es nicht fix eingeplant haben, dann wird es wahrscheinlich auch nicht geschehen. Das Spurgeon hat so gesagt, ein bekannter Theologe aus England, ein super Zitat. Wir können zu allen Zeiten beten. Ich weiß, wir können es. Aber ich fürchte, dass diejenigen, die nicht zu bestimmten Zeiten beten, überhaupt selten beten. Challenge. Hast du eine fixe Zeit, wo du sagst, da ist Zeit eingeplant in meinem Leben für Gott? Ich glaube, es braucht wirklich eine bestimmte Zeit. Ob das am Morgen ist, ob das nach dem Mittag ist, ob das vor dem Heimkommen ist, wenn man sich die Gruppen austauscht. Jemand bei uns hat angefangen, jetzt immer vor der Nacht sich eine Zeit nehmen, sich einen Wecker zu stellen. Aber es braucht einen fixen Zeitpunkt, einen fixen Ort. Es war bei mir im Vita-Parcours auch so gewesen, und ich wusste dann, oder, am Montagabend, um 5 Uhr, ich habe sogar noch eine Gruppe gegangen mit ein paar, dann gehe ich im Vita-Parcours, steht in meiner Agenda, dann geschieht es meistens, nicht einmal jede Woche, aber vielleicht zu 80%. Es braucht eine bestimmte Zeit. Und es braucht auch nicht nur eine bestimmte Zeit, sondern cool wäre eine ungeteilte Zeit. Weil das andere vielleicht sagen, ist, ja, ich bete, weißt du, ich bete, und das ist auch super übrigens, ich bete beim Autofahren. Oder ich bete beim Küche machen. Do it. Aber wenn dir jemand wirklich wichtig ist, sagen wir, du hast einen Freund, wo du sagst, wow, das ist der, oder eine Person, die dir mega wichtig ist, vielleicht sogar als Vorbild, und der sagt, ja, ich will jetzt mal mit dir Zeit verbringen, würdest du ihm dann sagen, ja, du kannst am Morgen schon mit mir zur Arbeit fahren, oder? Dann können wir schwätzen, sonst leider geht es nicht. Weiss nicht, oder? Natürlich, das ist super. Dir und ich haben manchmal die besten Gespräche im Autofahren. Das ist sehr gut. Aber manchmal braucht es auch Zeit, um einfach
ungeteilt anhockt und sagt, Gott, jetzt hast du die ungeteilte Aufmerksamkeit. Ich bin jetzt einfach für dich da, ich schenke dir die Zeit. Und ich bin nicht abgelenkt von dem und dem, sondern ich richte mich voll auf dich aus. Und wenn du das während dem Autofahren bekommst, dann tu es. Aber überleg dir mal, wo bist du wirklich bei deinen Gedanken, nicht abgelenkt? Wo bist du wirklich bei Gott? Und wo hast du die Zeit, die ungeteilt ist? Noch, was es bei der Zeit auch noch braucht, ein dritter Punkt, dann gehen wir noch zum Wie. Es braucht nochmal einfach Zeit. Und das ist genau in der Challenge. Eben, ich habe schon gesagt, am Morgen müssen wir die WhatsApps beantworten, dann vielleicht die Zeitung lesen und am Abend vielleicht noch unsere Netflix-Serie weiter schauen. Aber weißt du was, wir haben alle gleich viel Zeit. 168 Stunden in der Woche. Und jemand hat mal ausgerechnet, dass wenn man 40 Stunden arbeiten und wirklich 8 Stunden pro Tag schlafen und genug Zeit hat noch für Körperpflege, für Familie, wirklich viel Zeit einberechnet, würden immer noch 24 Stunden in der Woche völlig bleiben, wo du kannst gestalten und einteilen. Okay, da ist das Wochenende auch noch mit drin, das ist ein kleiner Beschiss. Aber wir können die Zeit planen, jeder hat gleich viel Zeit. Die Frage ist, was ist dir wichtig? Und ich meine, im Sport oder wenn ich irgendetwas will, vielleicht in etwas fit werden, dann ist mir auch bewusst, sagen wir, wenn du jetzt willst, deine Fitness trainieren, würdest du dann 5 Minuten pro Tag kurz eine Übung machen und denken, es gibt ernsthaft eine Veränderung in deinem Körper. Okay, es wär besser als nichts. Es ist ein gewisses etwas, wo du dranbleibst. Aber wenn du weiterkommen willst, dann braucht es doch ein bisschen mehr Zeit. Dann willst du ein bisschen mehr Zeit investieren. Wenn du eine Beziehung hast zu jemandem, okay, jeden Tag 5 Minuten telefonieren, ist auch schon super. Aber um jemanden wirklich kennenzulernen, braucht es zwischendurch einfach mal länger. Es braucht mal eine Stunde. Du nimmst dir Zeit für diese Person. Und beim Gebet denken wir manchmal, ja, okay, ich habe ja 5 Minuten gesagt, was ich will, meine Anliegen. Das stimmt sogar. Gott weiss sogar, bevor du etwas sagst, alles, was auf deinem Herz ist. Aber du weißt es noch nicht. Du und ich, wir brauchen Zeit. Wir brauchen Zeit. Wir brauchen Zeit, um anzukommen, um auf Gott zu hören, dass er uns Anliegen aufs Herz legen kann. Und ich glaube einfach, wir kommen nicht darum, uns eine gewisse Zeit zu nehmen. Und mit dem meine ich auch ein bisschen mehr als 5 Minuten. Ich ermutige dich in dieser Serie, vielleicht mal 20 Minuten pro Tag dir zu reservieren. Und wenn du schon länger mit Gott unterwegs bist oder vielleicht schon die 20 Minuten hast, dann probier mal eine Stunde. Mir hat das mega geholfen in meinem Leben mit Gott. Wirklich, so simpel wie es klingt. Was braucht Zeit? Mir hat es mega geholfen, einfach mal zu sagen, jetzt bete ich eine Stunde. Ich gehe laufen eine Stunde. Und ich, auch wenn ich nach 40 Minuten denke, was ist los? Ah, ich habe noch 20 Minuten. Und du wirst merken, wie Gott dir Sachen aufs Herz legt. Es kann einfach mal helfen, einfach dir die Zeit zu setzen. So überleg dir, für die Zeit, die kommt, was kannst du an Zeit investieren? Wie wichtig ist dir das Gebet? Überleg dir nochmals, warum und wie kannst du das ganz konkret machen? Und noch der Schlusspunkt, da gehen wir noch ein bisschen schneller drüber. Genau, ja genau, die kannst du gerade noch schnell reinlassen. Das ist auch noch gut, ich würde es gerade ganz konkret einplanen. An welchem Tag, am Morgen, am Mittag, am Abend. Das ist das Beste, wenn es in der Agenda steht, wenn es konkret geplant ist und du weißt, ah, dann kann ich am Morgen nicht, dann kann ich am Mittag. Dann fängst du an umsetzen. Der dritte Punkt, da gehen wir jetzt noch kurz durch, noch ein paar Gedanken zum Wie. Warum beten wir? Was braucht Gebet Zeit? Wie beten wir? Und ich denke, neben der Zeit ist das ein Challenge, dass wir manchmal gar nicht wissen, wie. Wenn ich in Winterparkour gehe, oder, dann ist es eigentlich auch so, ich muss mich mal entscheiden, ich will Sport machen. Okay, ich mache eine halbe Stunde Sport. Aber dann ist auch noch die Frage, wie mache ich den Sport? Ich muss wissen, was ich mache, sonst fange ich gar nicht an. Ich muss wissen, welche Übungen mache ich jetzt hier im Winterparkour. Mache ich die oder die? Es braucht so wie einen Trainingsguide. Und das ist auch das Ziel dieser Kampagne. Und wir haben, wie sollst du beten? Beten mit einem Plan. Wir haben ein mega cooles Booklet gemacht. Das muss ich jetzt wirklich schnell ein bisschen bewerben. Ich finde es wirklich lässig. Und wir haben 6 Zugänge. 6-mal so eine Doppelseite. Du kannst es auch digital nehmen als PDF. Wo wir pro Woche einen Zugang lernen wo du ganz konkret so wie ein paar Übungen an bekommst. Wie kannst du beten? Wie kannst du dann die Zeit füllen? Mega coole Ideen mit den Stiftshütten, mit einem Triangel. Mit der vierfachen Schnur. Es wird abwechslungsreich und du wirst neue Ideen bekommen, wie du beten kannst. Also wir brauchen wie einen Plan, sozusagen einen Übungsplan, dass wir wissen, wie füllen wir diese Zeit. Und wie können wir beten? Mit der Bibel. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir die Bibel immer wieder vorne herstellen und Gott fragen, hey, was redest du zu mir? Ich fange meine Stille Zeit wirklich meistens so an, dass ich zuerst etwas in der Bibel lese. Und auch in diesen 6 Wochen, wir haben jeden Tag eine Andacht,
Es hat immer einen Bibelvers, ein paar Fragen und dann können wir mit so einer Methode beten. Und dass wir die Bibel aufschlagen und Gott fragen, hey, was lehre ich da? Dass wir die Bibel zurückbeten zu Gott. Also, heb einen Plan, bete mit der Bibel und der letzte Punkt. Ja, genau, ich habe es doch ein bisschen anders. Das ist der Finti Stil. Ich habe es sogar auf der PowerPoint gehabt. Ja, du musst noch dritte. Mach es zusammen. Zusammen geht es besser. Ich weiss, gell, heute Morgen, die einen haben schon viel so Predigt gehört, die anderen noch weniger. Aber mein Challenge und mein Job ist heute, euch rauszukitzeln und euch zu motivieren für die 30 Tage Gebet. Und zusammen geht es einfach besser. Und das Ziel wäre wie, dass du einen Trainingspartner hast für die Zeit. Und du kannst ja selber dir eine Challenge setzen. Du bist frei, mit dieser Kampagne zu machen, was du willst. Du kannst eine Stunde jeden Tag beten oder 10 Minuten. Meine Empfehlung wäre 20. Aber überleg dir mal, wie machst du? Und dann, wenn du dir überlegt hast, sag es deinem Trainingspartner. Das Coole ist, wenn jeder von den Kindern jemanden hat, der in dieser Zeit einmal in der Woche vielleicht 10 Minuten austauscht, telefoniert. Hey, wie läuft es bei dir? Wie stehst du im Moment im Gebet? Und dass wir so miteinander dran sind. Zusammen geht es besser. So, such dir heute Morgen noch jemanden, wo du kannst austauschen, wo du kannst das abmachen und kannst zusammen beten. Und der letzte Punkt habe ich noch aufgeschrieben. Bet mit der richtigen Haltung. Prüf deine Haltung. Komm immer wieder mit Erwartung. Ruf dir das Warum in Erinnerung. Warum bete ich? Ich kann Gemeinschaft haben. All die Sachen, die wir angeschaut haben. So, du hast nachher jetzt eine Zeit, vielleicht die Band darf schon mal sich ready machen. Ich gebe dir jetzt dann gerade, da ist noch das Eins, er hätte das 3 sollen sein, beim Wein. Ich gebe dir jetzt dann gerade ein bisschen Zeit, dir zu überlegen, wie willst du dich einklinken in dieser Serie. Das ist ja deine Zeit, das ist dein Leben. Du kannst dir überlegen, wie willst du das machen. Du findest auf der Website, wenn du auf das erste Flyer klickst oben, findest du die Übersicht mit dem Booklet, das PDF, wo all die Sachen drin sind. Du kannst das abladen, gerade auf deinen Homebildschirm. Wir werden es noch verschicken im Chat. Du kannst hinten für die erste Woche das mitnehmen. Überleg dir, wie oft pro Tag willst du beten? Wann? Du kannst gerade jetzt noch Zeit nehmen während dem nächsten Song. Wie viel Zeit? Und vielleicht schon mal, wer könnte dein Trainingspartner sein? Am besten fragst du heute gerade nach der Kirche jemanden. Vielleicht hast du die Kleingruppe schon jemanden gefragt. Frag jemanden, der mit dir durch die Wochen durchgeht. Und zum Schluss werde ich noch eine kleine Geschichte erzählen. Also ein Bild vielleicht zum Abschliessen, zum Mitheinnehmen. In der Offenbarung 3, Vers 20, da sagt Jesus, siehe, ich klopfe an die Tür. Wer mir auftut, zu dem werde ich hineingehen und werde Gemeinschaft mit ihm haben. Er wird mit ihm essen, er wird Gemeinschaft haben mit uns. Und das ist eine mega krasse Verheißung. Jesus, Gott, wird Gemeinschaft haben mit uns. Und oft brauchen wir das Bild eigentlich für die Evangelisation. Wir sagen, hey, du kannst deine Herzenstüren Gott aufmachen und dann kommt Jesus in dein Leben und du wirst neu. Und das stimmt, das ist ja so. Aber in diesem Beispiel geht es gar nicht um Evangelisation, sondern es geht um Christen. Jesus sagt, ich klopfe an deine Herzenstür zum Christ und du kannst mir aufmachen und ich werde reinkommen und ich werde mit dir essen, mit dir Gemeinschaft haben. Ich habe gesagt, wir können Gott näher kommen, Gott ist in uns. Der Tempel, der Geist Gottes lebt in uns. Und der Punkt ist, so oft sitzt er da am Tisch, er hat den Tisch steckt für uns, er wartet auf Gemeinschaft mit uns, er klopft an die Türen. Aber wir kommen nicht. Ah, da ist das, das muss ich noch erledigen. Da zupft es noch, da ist noch eine Erwartung. Und das Klopfen von Jesus ist eben nicht so wie der Chef, der sagt, morgen musst du das abgeben. Sondern es ist viel feiner. Er ist wie ein Gentleman. Es braucht unsere Initiative, um zu sagen, ja, ich komme, und ich möchte ansitzen. Ich möchte Zeit verbringen. Und ich glaube, diese Serie wird dich in deinem Gebetsleben weiterbringen. Ich glaube es wirklich. Ich kann glauben. Bete auch für deine Mitchristen. Und vielleicht startest du bei 5 oder bei 2 Minuten pro Tag. Aber fang an. Und fang vielleicht ein bisschen an steigern. Probiere mal eine Stunde aus. So wie Gott dich leitet. Und ich wünsche mir wirklich mega, dass wir entdecken können, wie das Gebet Gottes Arm bewegt, uns bewegt und wie es einfach Freude macht und stärkt. Hey, ich wüsste nicht, wo ich heute wäre, wenn ich nicht das Gebet würde kennen, Zeit mit Gott, so etwas Wertvolles. So, lass uns zusammen aufstehen. Oh nein, weißt du was, ihr müsst ja noch überlegen. Ihr dürft sitzen bleiben. Ich gebe euch jetzt Zeit, während dem Song, einfach euch das aufzuschreiben, wie wollt ihr dabei sein, wie viel Zeit. Vielleicht könnt ihr mal auf die Website gehen, das PDF reinschauen oder abladen. Ich bete noch.
Vater im Himmel, ich will dir Danke sagen. Danke sagen, ja, einfach für das Gebet als einen mega Zugang zu dir. Ja, und du siehst auch, manchmal ist es schwierig, über das Gebet zu schwätzen. Wir wollen das Gebet vor allem erleben. Wir wollen es tun. Und du siehst, wo wir anstehen, was wir schon für Anlauf genommen haben. Ich bete vor allem, dass du das Warum uns gross machst. Dass du uns nochmal den Wunsch in uns verstärkst, Zeit mit dir zu verbringen. Und dass wir einen Spot finden, auch Disziplin, wo Zeit reinkommen kann. Wo wir sagen, hey, ich habe ein neues Commitment, einen neuen Glauben und ich mache es zusammen, jemand hilft mir dabei. Dass du uns auch Sachen tankst, wie wir beten können. Neue Ideen, kreative Formen. Dass wir mit deinem Wort beten. Und ja Gott, wir legen es dir einfach an. Füll uns, schlussendlich können wir es nicht machen ohne deinen Geist. Dein Geist lehrt uns beten. Füll du uns. Schenke uns Freude, Herr. Und das Connect wirklich dürfen Kirche sein, die brennt. Herr, wo einfach dürfen, ja, Gemeinschaft mit dir gelebt werden. Amen.